Hallo und willkommen bei MyYugioh TCG zu einer neuen Ausgabe Vergessene Yu-Gi-Oh! Moment. Warum haben wir jetzt hier das Booster Soul of the Duelist? Das ist ganz einfach. Heute begrüße ich euch hier zu einem Special Yu-Gi-Oh! Vergessene Karten. Der Auftakt zu 16 neuen Episoden und heute haben wir den ersten Teil eines zweiteiligen Specials. Und damit geht es heute um die Levelmonster. Ja, ein Archetype, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ein paar dieser Karten sind im Anime aufgetaucht, sind auch mal Covermonster eines Boosters gewesen. Aber dennoch wurde das Level-Thema dann irgendwann nicht mehr konsequent fortgesetzt. Es ist so etwas, was sich durch ja, ein paar der GX-Booster zieht. Hier Rise of Destiny, Flaming Eternity. Dann The Lost Millennium und dann gab es nochmal den geflügelten Kuribo Level 10 in Cybernetic Revolution. Danach ist das Ganze so ein bisschen ja, in Vergessenheit geraten. Es gab vereinzelte Level-Promos noch, aber das schauen wir uns dann heute mal an. Ja, das ikonischste Level-Monster, das haben wir hier. Horus der Schwarzflammendrache, Level 4, Level 6 und Level 8. Ja, die gehen immer so in Zweierschritten. Horus der Schwarzflammendrache ist ein Feuermonster vom Typ Drache, ein Effektmonster mit 1600 Angriffs- und 1000 Verteidigungspunkten und hat den Effekt, dass die Kontrolle über diese Karte nicht gewechselt werden kann. So, dann gibt es noch eine, ja, quasi Bedingung, die erfüllt sein muss, damit man dann den nächsten Horus aus dem Deck oder von der Hand als Spezialbeschwörung beschwören kann. In diesem Fall während der Endphase des Spielzugs, in dem dieses Monster ein anderes Monster durch Kampf zerstört hat. Horus der Schwarzflammendrache Level 6 reizt den Effekt dann nochmal ein bisschen aus. Er bleibt von sämtlichen Zauberkarten unberührt. Das macht ihn zu einer extrem gefährlichen Karte. Man kann ihn jetzt entweder durch den Effekt von Horus Level 4 Spezialbeschwören oder aber einfach als Tributbeschwörung beschwören. Anders sieht das dann bei der letzten Stufe aus, Horus der Schwarzflammendrache Level 8. Dieser kann jetzt nur durch den Effekt von Level 6 beschworen werden. Das ist bei den Levelmonstern so eine Art Standardbedingung. Meistens sind es drei Monster und der letzte muss dann immer durch den Effekt des zweiten gerufen werden, während die ersten beiden auch noch unabhängig vom Levelthema gespielt werden können. Ja, bei Horus der Schwarzflammendrache Level 8 ist es jetzt so, dass man, wenn man ihn auf dem Feld hat, jede Zauberkarte, die gespielt wird, einfach annullieren kann. Und das macht ihn zu einer extrem gefährlichen Karte, wenn man es denn mal schafft, ihn zu beschwören. Ja, das Horus-Thema ist im Yu-Gi-Oh! GX-Anime in der vierten Staffel aufgetaucht, also in den Folgen, die nur in Japan gesendet wurden. Ist ein bisschen merkwürdig, dass man sozusagen diese GX-Booster. Auch wenn jetzt hier Yami Yugi noch drauf ist, zähle ich das als GX-Booster, also hier so als Auftakt genommen hat. Und dann hat man aber dieses Monster im Anime mehr oder weniger nicht wirklich genutzt. So, dann geht es weiter mit einer Reihe, die ich so ein bisschen als Gegenstück zum Level 8er betrachten möchte. Anders als die geraden Stufen 4, 6, 8 haben wir jetzt hier die ungeraden Ziffern 3, 5 und 7. Ebenfalls alle drei aus dem Pack Soul of the Duelist. Der Level 3er hat jetzt einfach den Effekt, dass man ihn in der Standby-Phase weglegen kann, um dann den Level 5er zu rufen. Der hat also noch keinen besonderen eigenständigen Effekt. Der Level 5er jetzt sagt aber, dass man ein Monster aus der Hand abwerfen kann, und dann ein Monster, dessen ATK kleiner als das abgelegte Monster ist, vom Gegner zerstören kann. Ja, dann kann man diesen hier auch wieder, wenn er ein Monster als Ergebnis eines Kampfes zerstört hat, auf den Friedhof legen und den Level 7er rufen. Ja, wie auch der Horus Level 8 kann der bewaffnete Drache Level 7 nicht eigenständig gespielt werden. Er muss beschworen werden durch den Effekt des Level 5ers. Und hier ist es jetzt so, dass man eine Monsterkarte von der Hand auf den Friedhof legen kann, um alle offenen Monster des Gegners, deren ATK kleiner als das abgelegte Monster sind, zu zerstören. Also nochmal eine ganz gewaltige Steigerung zum Effekt des Level 5ers. Ja. Jetzt werden wir gleich sehen, dass bei diesen Level ja, Trios quasi es auch vereinzelt Abweichungen gibt. Denn der bewaffnete Drache war im Grunde in Soul of the Duelist abgeschlossen, hat aber dann im Duelist Pack Chess nochmal eine Art Update bekommen.
nämlich in Form des bewaffneten Drachen Level 10. Ja, der muss jetzt von der Hand beschworen werden, kann nicht aus dem Deck beschworen werden, weil der Level 7er ihn nicht aus dem Deck suchen kann. Man muss den Level 7er jetzt als Tribut anbieten und jetzt kann man irgendeine Karte von der Hand auf den Friedhof legen, um alle offenen Monsters des Gegners zu zerstören. Das ist schon ziemlich krass. Ja, aber man muss natürlich bedenken, man braucht erst den Level 7er, muss den dann noch tributen. Der ist ziemlich schwer bis fast unmöglich aufs Feld zu kriegen. In der heutigen Zeit kann man das sowieso vergessen. Dann haben wir hier wieder eine Abweichung des Trios, nämlich Schweigsamer Magier Level 4. Ja, und Level 8, also nur ein Level-Duo quasi. Hier ist es jetzt so, dass beim Schweigsamen Magier Level 4 jedes Mal, wenn der Gegner eine Karte zieht, dann bekommt er eine Zauberzählmarke. Für jede Zauberzählmarke erhöhen sich die Angriffspunkte dieser Karte um 500, maximal 5. Und wenn man dann 5 Zauberzählmarken auf dieser Karte hat, dann hat er 3500 Punkte und dann kann man ihn opfern, um den Level 8er aus dem Deck oder von der Hand zu beschwören. Und der bleibt dann zusätzlich zu den gleichen Werten, die der Level 4er mit den Marken hat, noch von allen Zauberkarten des Gegners unberührt. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Effekt, wenn auch schwer zu beschwören, von Yugi Muto in der Serie gespielt. Dann haben wir als Finale des heutigen Videos, wir setzen das schweigsame Level-Thema fort, hier in Form von Schweigsamer Schwertkämpfer Level 3, 5 und 7. Ja, die sind in den Boostern Rise of Destiny, der Level 3er, der Level 5er dann in Flaming Eternity erschienen und den Level 7er bekam man dann als Promo im Yu-Gi-Oh! Videospiel World Championship 2005. Dann gucken wir uns die jetzt mal der Reihe nach noch an. Der Level 3er bleibt, kann die Effekte von Zauberkarten des Gegners annullieren, die ihn als Ziel bestimmen und dann kann man ihn in der Standby-Phase weglegen, um den Level 5er zu beschwören. Der Level 5er sagt, er bleibt ebenfalls von allen Zauberkarten des Gegners unberührt und wenn er die Lifepoints des Gegners direkt angegriffen hat, kann man ihn in der nächsten Standby-Phase für den 7er weglegen. Und abschließend im heutigen Video, der 7er sagt, er kann wieder nicht nur durch den Effekt des 5ers beschworen werden, nicht als Normalbeschwörung. Und solange er offen auf dem Spielfeld liegt, werden die Effekte von allen Zauberkarten auf dem Spielfeld annulliert. Ja, ein bisschen schlechter als der Effekt vom Horus Level 8, wo man immerhin sich aussuchen kann, welche Zauberkarten man annullieren möchte, aber nichtsdestotrotz ziemlich cool. Ja, das waren jetzt mal so ein paar der Level-Archetypes. Es gibt auch noch andere, beispielsweise gab es das Thema Dunkler Imitator Level 1 und 3. Dann gab es noch das ultimative Insekt. Das waren dann Level 1, 3, 5 und 7. Der letzte Teil kam hier in The Lost Millennium raus. Und dann gab es noch mal eine nicht so typische Levelkarte in Cybernetic Revolution. Das war dann der geflügelte Kuribo Level 10, der nicht auf einem anderen Levelmonster basiert und mittels einer Zauberkarte beschworen werden musste. Also den zähle ich jetzt nicht so richtig zum Level-Archetype. Es gibt dann auch noch den geflügelten Kuribo Level 9 aus dem GX-Manga. Dieser hat aber mit dem geflügelten Kuribo-Thema ansonsten, außer dass sie den Namen gemeinsam haben, nichts zu tun. Ja, das war's dann mit dem heutigen Video. Schreibt doch mal eure Meinung unten in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr auch schon, welche Level-Monster euch in dem nächsten Teil erwarten könnten. Wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.